Ja, die darfst aber nicht auch. Oh, hier sind Kisten. Hey, 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 hallo Leute und willkommen zurück zu MindCamp. Ja, und dabei, ihr habt es gehört, ist der V-Pain. Hallo. Hier ist unten in seinem Kämmerchen. Aber für alle Zuschauer, ja, für alle Zuschauer, mein Skin, ja, ist anders. Mein Skin ist anders, deshalb das warte, schon... Warte. Und der Folge Dings gezeigt. Oh. Hier, guckt euch mal meinen Skin an. Ah, oh, weihnachtlich. Neue Schuhe. Schön rot. Ja, ich habe neue Schuhe, meine Hasen gemacht. Nein, ich habe einen schönen Pullover. Ich habe es im Türchen 19 schon gezeigt. Also für ein paar von euch haben es wahrscheinlich schon gesehen, aber wahrscheinlich nicht alle. Ich habe einen neuen Skin, das ist jetzt mein Weihnachtsskin. Wenn derjenige, der es eigentlich vorher machen wollte, dann kommt es nicht. Fließt raus. Da. Ist das ekelhaft, ne? Ist das ekelhaft. Erdbeerkäse. Gut. So, was machen wir eigentlich der Episode? Komm mal mit, lass mal rausgucken. Ich will dir den Turm zeigen, da. Okay. Und ich habe gestern geh mal ein Stück zurück, bitte. Ne. Oh, er hat sogar noch möglich. Was ist denn das da unten? Was? Hey, das ist unser Käfig. Was macht unser Käfig denn hier unten? Oh. Hä? Julias Gefängnis. Jawohl, wer hat den umgebaut? Keiner. Guck mal hier, guck mal, den Turm. Sieht aus wie ein Atomkraftwerk. Das ist ein großer Penis. Hier, wir haben Kanonen. Extrem verzockt wohnt hier. Hat er wieder Heile gemacht, jawohl. Aber okay. Warte mal, pass auf, nicht dass er... Warte. Nein, geh weg da. Nicht, dass der TNT wieder unter ist. Nee, da ist kein TNT unter. Oh. Jetzt hätte ich gerne Enderperlen. Hallo. Hi. Pass auf, das sind nicht Fels. Methos ist hier schon mal gestorben. Ja, Methos ist ja auch ein Noob. Sehr professionell. Mit Dirt. Boah. Können wir hier eine Spleef-Arena draus bauen? Spleef! Ja, wenn du tot bist, dann bist du wenigstens tot. Guck dir das an, Alter. Und das Ding geht noch höher. Wir können uns nicht runterschubsen, das ist so derbe, ne? Das Ding wird noch nach oben, noch mehr nach oben geballert. Hast du ein Waterbucket? Nein. Guck mal, überleg mal, den Turm geht das auch mit so Lava? Ist. Was, runterfließen lassen? Nein. MLG. Waterbucket, MLG Lava-Bucket. Achso, du willst hier runterspringen und mit Lava? Geht das? Ja. Keine Ahnung, ich glaube, die Lava ist zu langsam dafür. Weiß es nicht. Ich würde es nicht machen, Alter. Vor allem, du verbrennst auch in der Lava. Nein, die tue ich ja rechtzeitig wieder weg. Versuch's einfach, aber ich würde es nicht machen, Alter. Wir haben 25 Tode. 39 Level. Na, nee, dann hör auf. Lass das. Oh. Mach's nicht. Die Sache ist, überleg dir mal, den Turm, so wie er jetzt ist, bringen wir auf Höhe 180 und dann bauen wir erst das Dach. Okay. Und das Dach wird ein Spitzdach, wie bei Harry Potter. Okay. Das wird hart, ich sag's dir. So hart wie mein... Deine Kockwitze sind einfach... Ich wäre fast runtergefallen. Haha, Kockwitze sind scheiße. Ja, wenn sie halt einfach richtig flach sind und eh vorhersehbar sind. Flachwitze. Bis so hoch, der Witz kommt flach. Oh mein Gott, der lacht sogar drüber. Kannst ja, genau, der kommt flach, kannst bei Rivi mitmachen. So, unser Lager ist fertig. Alles klar. Denke ich irgendwas drin, sortiert? Nö. Meine Freundin küsst mich hier die ganze Zeit. Was? Meine Freundin küsst mich hier die ganze Zeit. Real gamers don't know this feeling. Was? Alter, du Arsch! Mach doch die Tür nicht zu, du Drecksau! Ja, war ja nur ein kleiner Joke. Ah! Was ist los? Oh ja, Kalle. 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 Schade, dass ich dich nicht schlagen kann. Das würde ich dich jetzt umbringen, du Drecksau. Wer hat das verzauberte Schwert, ja? Wer hat die PvP-Skills? Würde ich auch so ziehen. Ah, möglicherweise, stimmt schon. Das könntest du wirklich. Oh Mann. Das wäre dann so die Doppelwärme. Ey, wollen wir mal kurz in die Gegnerbase gehen? Ich habe bei Weiß gesehen, die haben umgebaut, ne? Ja, nice. Lass mal gucken. Wollen wir mal gucken, dann können die Zuschauer auch gucken. Pum! So, dann nehme ich ein Waterbucket mit.
den Weg. Stimmt, wir brauchen wieder Holz, ne? Hast du noch ein bisschen Brot irgendwie? Ich hab 42 Karotten, aber ich kann noch ein bisschen holen. Nee, reicht, komm mal her, gib mir mal die Hälfte ab. Ich geb dir mal eine Hälfte meiner Pilzsuppen ab. Ja, was will ich mit Pilzsuppen? Die tun voll viel Stuff im Inventar voll machen. Ich hab dir nur die Hälfte abgegeben, 2 Stück. Ich hab 4 Stück. So, guck mal. Eigentlich müsste das so abgehen dann. Bam, 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 Suppe, Suppe, bam, 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 Suppe, bam, 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 bam. Rastet aus, Alter. Komm her jetzt hier. Okay, meine Eltern kommen bestimmt jetzt. Komm gleich rein. Ey, Fippin, halt dein Maul, ich geh ins Bett, ey! Es ist 13:27 Uhr! Karl, ich bin von mir auf den Arsch! Dann hörst du nur noch... Ah, nein, Mama! Nein, 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 nein! Und der Karl ist jetzt noch... Wird von seiner Freundin... Ja, du kriegst von deiner Mama auf den Arsch, Alter. Also sei ruhig. Scheiße, lass mal wieder mit dem Booten fahren, Alter. Wir rennen durch den Dschungel, Alter. Wir sind doch echt behinderte Leute. Das ist echt Leute, so, oder? Ja, hier. Behinderte und arme Leute. Warte auf mich. Alter, was machst du denn da? Mehr Boote. Ich hab noch mehr Boote. Brauchst du ein Boot? Warte, ich geb dir ein Boot. Komm Nein. Her. Mein fucking Gottness. Hä? Was haben die gemacht? Irgendwie fehlen hier Texturen von Bäumen. Das fehlen keine Texturen von Bäumen. Da fehlen die Bäume. Das war Leon. Leon hat mir das erzählt, weil ich hab da bei uns, wegen dem Laub und so, hab ich ja bei uns mit der Super Pickaxe von World Edit, hab ich bei uns das Laub weggemacht und der hat das bei den Gegnern auch gemacht. Aber so groß? Ist das deren fucking Ernst, Alter? Alter. Was wollen die denn hier für eine Festung hinbauen? Die bauen das ja wahrscheinlich bis hier zum Strand, Alter. Die bauen bestimmt eine riesen Festung. Ja. Sollen wir eigentlich die Regeln machen, dass man dann quasi alles, was erkennbar ist von Festung her, dass man das nicht griefen kann, weil das wird ja dann alles, was zum Dorf gehört, darf nicht zerstört werden. Wenn du jetzt zum Beispiel unser Dorf komplett als Insel, na gut, das wäre ein bisschen übertrieben, also ich würde das immer so von Dorfmitte machen, aber man sollte mit dem Dorf nicht übertreiben. Ah, okay. Würde ich jetzt mal so sagen. Aber ich habe eigentlich gesagt, ich glaube, ich werde mit Rot nochmal, Blau nochmal reden, ich weiß nicht, ob die das ganz verstanden haben. Über den Wolken. Ey, ich hab ja Strikes frei. Was meinst du eigentlich? Weißt du, wo das Lager ist? Ich denke, ich weiß, wo es ist. Willst du dir wirklich einen Strike kassieren? Weil die Strikes werden jetzt wirklich hart genommen. Ja, werden sie. Aber ich kann ja 2 Strikes theoretisch kassieren lassen. Alter, guck dir das mal an. Aber ich will 100%. Ey, du bist schon nach unten, Alter. Ich renn, ich stehe hier oben noch, weißt du, und warte auf dich. Ja, ich bin du viel zu schnell. Dreckiges Arschloch, ey. Die Kuh würde ich gerne killen. Oh ja. Was macht denn da eine Kuh? Keine Ahnung, Moon. Tot ist sie. Weißt du, wo ich nämlich glaube, wo die ihre Sachen haben? Oben in diesem komischen, hässlichen Gebäude da, das bunte Fuck-Ding. Ja, okay, lass mal hingehen. Ey, ist das Domses Haus? Was? Keine Ahnung. Ist das nicht. Was ist eigentlich mit Domse? Was ist das denn? Der hat schon viel privat zu tun wahrscheinlich. Abkratzerbahn. Abkratzerbahn. Ey, guck mal, hier sind Öfen einfach so. Nee, aber da ist nichts drin. Warte mal, hier geht's runter. Aber hier ist nur eine. Doch, ein Kohle. Wir haben zwei Kohle. Ey, hier geht's hoch. Hier sind Türen. Ja, die darfst du aber nicht auch mal. Oh, hier sind Kisten. Aber ist nichts Wertvolles drin, außer Stein. Das nehme ich mal mit. Das können wir für einen Turm gebrauchen. Ein bisschen Holz. Ein bisschen Fackeln. Steinstufen können wir auch mit gebrauchen. Oh ja, Tropenbaumsetzlinge brauchen wir zwar nicht, aber nehmen wir mit. Wenn wir schon was looten können, dann richtig. Wenn wir schon dann so, alles. Das haben die immer noch nicht korrigiert. Komm mal mit. Ah, ja, über den Zaun. Von nice. Da aus? Nein, ich bin runtergefallen. Ich bin so doof zum Kacken. Ja, aber ich sag Parcours, dir eins, ne? Du musst auf jeden Fall einen Strike bekommen für. Ich weiß. Ich mach da keine Ausnahme, nur weil du in meinem Team bist oder so, ne? Ja, ich weiß, aber theoretisch. Oh mein Gott, warte mal, sind hier Kisten oder so? Sind hier Kisten? Oh, nee, oder sieht wir. Nicht so aus. Oder wir snacken uns den Beacon, den kompletten. Nein. Ich denke mal, ich schätze mit dir 100 Pro, die haben ihre Sachen da oben. Weil Alex war da oben und hat ein paar Dias mitgenommen oder so. Also er hat gesagt, dass er ganz voll... Wie kommt man denn da rein? Durch die Tür hier, ne? Durch die Tür irgendwie, glaube ich. Ich weiß es nicht, ich war da noch nicht drin. Ich befolge die Regeln. Mach, wie du meinst. Ich wollte essen. Du wolltest essen? Bist du dir sicher? Ich wollte essen. Ich habe die Tür nur geöffnet, weil ich essen wollte. Ja. Bist du dir sicher, dass du ein Strike-Boot platzieren willst? Jetzt anders lösen irgendwie. Hier zählt alles. Wenn du hier irgendwas platzierst, dann hast du einen Strike. Zählt Blöcke werfen? Du darfst hier nichts machen. Darf ich Blöcke werfen? So. Die Sache ist, wenn du damit versuchst, dich irgendwie durchzubuggen oder so, ist es verboten. Nein, darf ich nicht die Druckplatte da irgendwie drin aktivieren? Ein Bug oder so? Nein, nur auf natürlichem Wege. Nur auf natürlichem Wege. Wie komme ich hier rein?
Ja, das ist die Sache. Wie gesagt, willst du einen Strike kassieren oder nicht? Das ist deine Sache. Also ich mach's nicht, weil ich bin nämlich nicht so interessiert, Strikes zu kassieren. Ich guck einfach mal so weiter, was Weiß noch so hat in seinem Haus. Ich will nicht als Enderperle. Der hat auch bestimmt eh nichts in seinem Haus. Nee, Kiste ist leer, Kiste ist leer. Okay. Da muss man irgendwie hinkommen, ey. Irgendwie. Ja. Also Alex hat sich aber nach oben gebaut. Boom, zack, zack, hoch, abgebaut, boom. Ja. Oh, ich weiß Alter, nicht. Der Beacon von denen ist sowieso weg, fällt mir gerade auf. Ja, die haben den, damit wir den halt nicht klauen. Ja, ja. Warte mal, da unten. Oh, da unten ist eine Kiste, da gehe ich mal kurz ran und gucken. Ja, wo genau? Unten bei dem, deren Wochenaufgabenschild. Oh, so viel drin. Alter, da komme ich ja nicht ran, schade. Warte, oh, schade, warum haben die hier keine Druckplatte? Oh, warte, ja, ich wollte gerade sagen, da sind, nee, hier sind ganz viele Kisten drin. Und sonst hätte man hier, ja, ich sonst kommst, hätte, hier kommst du nicht ran. Sonst hätte man hier durchwerfen können, oh, durch den kleinen Spalt. Doch. Das wäre aber auch nicht auf natürlichem Weg. Doch, natürlich. Im Endeffekt schon, aber eigentlich nicht. Natürlich, es ist Minecraft. Ich möchte gerne an diese eine Kiste da hinten ran. Kann ich irgendwie durch den Zaun aufmachen? Ja, warte. Diese Kiste da, geh mal kurz weg. Das dürfen wir nicht abbauen. Fuck. Warum ist denn der Leaf sein? Da oben geht's rein. So. Hä, warum ist denn da eine Leiter, wenn es hier nicht irgendwie hingeht? Das ist daraus ein Haus. Unlogischer Typ. Die ganzen Bäume wurden ja weggemacht und da über die Bäume ging die Leiter. Ja, keine Ahnung, aber Alter, Scheiße. Wie sieht das Dorf aus von denen? Alter, ich krieg Alter, heftig, ne? Guck das mal an, was für eine Riesenfläche. Ja, die wollen hier richtig groß ausbauen, guck dir das mal an. Die wollen hier richtig ausrasten, guck dir das mal an hier. Ich bin hier hinten. Ja. Alter, fuck. Alter, guck dir das mal an, wie riesig. Sekunde. Alter. Ich glaube, die wollen hier eine richtig fette Base rausbauen. Durch eine. Was machst du denn da? Hast du ein Schild hingesetzt? Zaunbug. Das ist aber ein Bug. Es ist nicht auf normalem Wege. Ich guck mal, ob es wirklich ein Bug ist. Zaun. Eigenschaften. Weil ganz ehrlich, wenn du was brechen willst, wenn du einen Strike kassieren willst, wirklich. Ich guck, ob es für was Wichtiges. Ich guck, ob es eine legale Weise ist. Jo. Also willst du doch keine Regeln brechen, wa? Nicht direkt die Regeln. Nee, aber ich meine, du willst keinen Strike kassieren. Erstmal nicht. Ich werde das für irgendwas Fettes, werde ich das. Ja, vor allem ist ja die Sache, ist ja noch nicht mal gesagt, dass sie da wirklich oben die Sachen drin haben. Es ist halt nur eine Vermutung von mir, weil Alex hat sich da hochgebaut irgendwie und hat da ein paar Dias geklaut. Und die ihm geklaut wurden. Und deswegen schätze ich, dass da oben deren Sachen sind. Weil, warum nicht? Weil. In der Base ist es besser aufgehoben, weil in der Base darfst du ja in dem Sinne nichts abbauen von den Gegnern. Und das wäre natürlich oben am besten, weil da kommst du einfach nicht hin. Du darfst nichts setzen, du darfst nichts bauen und von oben kommst du auch nicht ran. Das ist halt die Sache. Und mal kurz gucken, wie lange wir jetzt hier schon machen. 18 Minuten, deswegen würde ich sagen, warte. Ich mache mich jetzt auf den Weg in die Base zurück, in unsere, weil ich lock mich hier auf jeden Fall nicht aus. Ich gehe jetzt schon wieder mal weg. Also du kannst gerne hier bleiben, so. Ich werde jetzt gleich offstream noch weglaufen, da die Folge jetzt schon an sich 18 Minuten geht. Ich werde sie dann natürlich wieder ein bisschen kappen, damit sie nicht länger als 15 Minuten geht. Ja, ich werde einfach dann nächste Episode hier wieder gucken, ob ich hier irgendwo reinkomme und irgendwelche Tricks verwenden kann. Ja, weil ich will hier keine Regeln brechen. Ja, will ich auch nicht, aber... Noch nicht, also ich finde, dafür ist das Projekt noch zu jung. Kann ich dann dein Essen haben? Ja, dann komm mal bitte zur Spitze des Bootes. Zur Spitze. Von der Arsche? Ja, genau. So, und deswegen, Leute, jetzt sage ich mal für euch hier. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch was. Auf Wiedergeschauen.